Hallo und herzlich willkommen zur Tasting Show. Wir nehmen euch mit auf eine Reise in 80 Tastings um die Welt. Auf jedem unserer Zwischenshops suchen wir uns die 5 besten Destillerien der Region raus und werden ihre Produkte zusammen mit absoluten Fachleuten aus der Welt der Spirituosen bei uns in der Show degustieren. Und das Beste, ihr könnt einfach dabei mitmachen, indem ihr vorher unsere Tastingbox zu euch nach Hause bestellt und zusammen mit uns diese tollen Produkte degustiert. Hallo und herzlich willkommen zur Tasting Show, Episode 1. Wir sind hier im House of Liquor in Gisikon, Kanton Luzern, in der Zentralschweiz. Und wir nehmen euch mit auf eine Reise in 80 Tastings um die Welt. Das Boarding findet statt in der Zentralschweiz. Ihr habt zu Hause bereits unsere wunderschöne Tasting Box. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz, was da drin ist und wie wir damit umgehen. Als allererstes haben wir hier ein sogenanntes Tasting- oder Nosing-Glas mit freundlicher Unterstützung von barstaff.de. Da habt ihr auf der Rückseite 2 Markierungen und die sind dazu da, damit wir die richtige Menge Gin und Tonic in die Gläser füllen zum Degustieren. Wenn wir als erstes den Gin pur degustieren, bis zur ersten Markierung füllen, da haben wir 1 Zentiliter und anschließend füllen wir es bis zur zweiten Markierung mit Tonic und haben dann ein Verhältnis von Gin und Tonic 1:1. So geht der Gin nicht im Tonic unter und wir können die feinen Nuancen aus unseren Gins herausschmecken. Außerdem habt ihr dieses Booklet in der Box, wo alle unsere Gins nochmal genauer beschrieben sind. Und bei jedem einzelnen Gin haben wir einen QR-Code. Und wenn ihr den scannt, werdet ihr sofort den nächsten Händler in eurer Nähe finden, wo ihr eine große Flasche, eine ganze Flasche von diesem Produkt beziehen könnt, um ihn zu Hause auch mit euren Freunden teilen zu können und nicht nur die kleine Flasche übrig zu haben. Die kleinen Flaschen sind durchnummeriert. Wir fangen gleich an mit der Nummer 1. Ihr könnt euch dann diese Flaschen zu Hause im Regal hinstellen, dekorativ und sammeln, durchgehend von der Nummer 1 bis 400. So, jetzt fangen wir auch schon an mit unserem Tasting und ich freue mich auf unseren ersten Gast. Unser erster Gast ist Dominik Babst von Divisa aus Willisau im Kanton Luzern. Dominik, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu begrüßen. Und als allererstes möchte ich ganz kurz erwähnen, du bist ja als Vertreter von der Firma Divisa heute unser Gast. Mhm. Und ihr macht nicht nur Alkohol, sondern ihr seid auch der Generalimporteur von Thomas Henry Limonaden in der Schweiz. Genau. Dazu möchte ich euch zu Hause ganz kurz was erzählen. Denn wir arbeiten mit Thomas Henry, mit freundlicher Unterstützung, als Partner von der Tasting Show. Und ich habe Thomas Henry nicht ganz einfach zufällig ausgewählt und ich habe auch nicht geguckt, wer kommt da mit als Sponsor oder so, sondern ich habe mich ganz bewusst für Thomas Henry entschieden, weil es ein sehr vielseitiges, ein sehr dankbares Tonic ist. Ein Tonic, das quasi zu fast jedem oder zu jedem Gin passt. Und dann gibt es auch noch verschiedene Varianten. Wir haben heute in der Episode 1 Box das Classic Tonic und das mit dem silbernen Etikett, das ist das Dry Tonic mit extra wenig Zucker. Und wir werden im Laufe der Show erleben, was das für einen Unterschied macht. Ich kann euch natürlich auch empfehlen, einmal die Degustation mit uns hier so durchzumachen und am Ende jeden Gin nochmal mit dem anderen Tonic zu probieren, um zu sehen, was das wirklich für einen Unterschied macht, was wir da, also alleine nur durch die Wahl des Tonics, was für Nuancen man aus einer Spirituose hervorkitzeln kann. Kommen wir jetzt aber zum Alkohol. Und zwar haben wir da die Flasche Hashtag 1. Das ist der Xellen Gin, Swiss Edelweiß Gin von der Firma Divisa aus Willisau. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Dominik, Swiss Edelweiß Gin ist was Besonderes, Haben wir nicht überall. Was macht das Edelweiß in diesem Gin? Wie kommt er da rein? Warum macht es ihn so besonders? Ich denke, dass gerade die Frage mit dem Edelweiß man kann das gut auf zwei Schienen argumentieren. Das eine, Edelweiß hat per se einen eigenen Geschmack. Ganz fein, eine leichte florale Honigsüße.
ist natürlich im Alkohol und im Gesamtgefüge mit den Botanicals, es spielt eine Rolle im Gesamten. Aber ob man jetzt das einzelne Edelweiß rausschmeckt, das überlasse ich unseren Gästen, dies zu beurteilen. Und zum anderen ist natürlich, es ist ein Schweizer Gin, ein 100% Schweizer Gin. Und was steht für die Schweiz als Botanical, ist es sicher auch das Edelweiß. Also es hat einen geschmacklichen Aspekt und ganz klar auch einen Marketing-Aspekt. Also es ist ein Branding, es ist Swissness. Es ist eben, wie du gesagt hast, es ist ein rein komplett Schweizer Produkt. Auch der Alkohol kommt aus der Schweiz, den destilliert ihr selber. Genau. Ist die Basis davon ist ein anderes Produkt, das in der Schweiz auch ganz bekannt ist, oder? Jawohl. Da reden wir über den Xcellent Swiss Vodka. Genau. Die Flasche sieht übrigens fast gleich aus, einfach in Rot. Und es steht kein Gin drauf, ja, logischerweise. Ja, das ist, also wir haben mit dem Gin 2013 begonnen, nachdem wir den Wodka schon einige Jahre zuvor lanciert haben. Und wir haben einfach gedacht, hey, wir haben ein wahnsinnig cooles Produkt, einen sehr, sehr aromatischen Charakter von Grundalkohol aus Roggen, aus Schweizer Roggen hergestellt, dass wir auf Basis dessen auch einen Gin herstellen können. Und von dem her dürfen wir auch sagen, jawohl, es ist ein 100% Schweizer Gin, weil wir die vom Feld bis in die Flasche über die Maische, über das Destillat, ist es ein Schweizer Produkt. Das ist quasi Swissness pur. Es gibt da noch eine kleine Anekdote, das findet man auch auf der Flasche wieder, was noch in meinen Augen noch mal viel mehr nach der Schweiz schreit. Und zwar benutzt ihr ganz spezielles Wasser, oder? Genau. Das ist, also ich sage mal, für die Reduktion nach der Destillation benutzen wir Gletscherwasser, also Wasser, das wir von einem Gletscher, also von einem Skigebiet in der Nähe von Wilisau, wo wir produzieren, herhaben, von Engelberg, vom Titlis. Und das ist ein sehr mineralhaltiges Wasser, wobei auf der anderen Seite eben auch für die Reduktion wird das Wasser auch wieder aufbereitet, damit es am Ende vom Tag keine Flocken im Gin gibt. Es ist ein der Geschmack vom Gin ist geprägt aus diesen ganzen Bestandteilen. Vom Roggen als Grunddestillat über das Edelweiß mit den anderen Botanicals und dazu die Reduktion mit dem Gletscherwasser. Und das macht halt den Xcellent so aus, ob jeder einzelne Bestandteil quasi einzeln man sagen kann, das ist jetzt, jawohl, das ist jetzt Gletscherwasser. Und da bin ich sehr, sehr offen. Das ist, Kann man auf die Waagschale legen und vielleicht ist der eine oder andere mal, das muss Schweizer Gletscherwasser sein. Aber ja, ich finde, das Gesamte ist wichtig. Ich bin gespannt, wenn wir es gleich probieren. Das Skigebiet Engelberg-Titlis kenne ich relativ gut. Ja. Ich bin jetzt nicht der beste Skifahrer, deswegen lande ich auch öfter mal im Schnee und ich bin jetzt gespannt, ob der Schnee da so ähnlich schmeckt wie der Gin. Nein, natürlich nur ein Spaß. Du hast gerade erwähnt, für die Reduktion wird das benutzt. Das möchte ich einmal ganz kurz für unsere Zuschauer erklären. Für die Leute, die es nicht wissen. Wir haben hier einen Gin mit einer Trinkstärke von 40 Volumenprozent Alkohol. Wenn der aus der Distille kommt, ist der deutlich höher. Also wahrscheinlich, ich denke mal, auch über 80% bei euch. Oder so in dem Dreh zumindest. Und da man das natürlich nicht einfach so easy peasy trinken kann, wird eigentlich so gut wie jede Spirituose, jedes Destillat auf eine sogenannte Trinkstärke herabgesetzt. Dazu wird es mit Wasser verdünnt, trinkbar gemacht, besser gesagt. Und dafür wird halt beim Xcellent Swiss Edelweiß Gin das Gletscherwasser, das aufbereitete, filtrierte Gletscherwasser vom Titlis in Engelberg genommen. Jetzt will ich gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern lieber den kalten Gin trinken. Und wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, jetzt für die pure Degustation bitte bis zur ersten Markierung vom Glas füllen. Und danach machen wir weiter. Als allererstes bei einer Degustation, bei einem Tasting, gehen wir mit der Nase ans Glas. Und da möchte ich euch zu Hause empfehlen, nicht die Nase einfach komplett ins Glas reinzuhalten, weil sonst werdet ihr ein bisschen vom Alkohol erschlagen.
Einfach mal ganz langsam mit einem Nasenloch rangehen, das andere an der frischen Luft halten, ein bisschen Sauerstoff dazu mitnehmen und einfach mal dran riechen und gucken, was ihr so herausriecht. Ich merke definitiv diese florale Note vom Edelweiß. Ja. Ich hätte jetzt zugegebenermaßen nicht drauf pointen können, dass es Edelweiß ist, aber es ist was Blumiges, was Florales. Es hat auch ein bisschen was von Honig schon in der Nase. Genau, also ich würde auch sagen, es ist ein, wenn man das so sagen kann, New Western Style Gin. Also man hat feine Wacholdernoten in der Nase, aber was dominanter erscheint, sind diese floralen, zitrusähnlichen Nuancen. Ja. Also quasi so verwenden wir auch Lavendel, Waldmeister, auch Zitronen, Melisse ist sicher eines der charaktergebenden Botanicals, das wir benutzen. Das sind sicher die man, wenn man jetzt am Gin riecht, doch mehr wahrnimmt als das Edelweiß. Ja. Aber wie vorhin gesagt, es sind 24 oder 25 Botanicals, die wir verwenden und jedes einzelne hat irgendwo seine Berechtigung in diesem gesamten Geschmack. Das ist ein Gesamtspiel. Absolut, ganz klar. Und ich finde auch, wenn man das mal das Glas mal so ein bisschen schwenkt und das mal anschaut, dann sieht man, und das kommt halt wirklich auch vom Destillat, vom Roggen, diese kleinen Fenster, die hier so runterlaufen, zeigt ja. Das eben, dass das so nicht nur ein hochdestillierter Industriealkohol ist, sondern ja, so ein bisschen Small Batch, wie wir das halt so schön sagen. Handarbeit, genau. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, es ist... Ich hätte es jetzt nicht als Fenster, sondern als Schlieren bezeichnet. Oder Schliere. Wie sich das halt so am Glasrand hält und erst langsam runterläuft. Das ist die sogenannte Viskosität. Und daran erkennt man eigentlich hochwertige Alkoholprodukte. Ich finde ihn sehr fein. Also ich muss das jetzt sagen. Ja. Ich finde ihn aber auch sehr fein. Nein, fein im Geschmack. Das ist... zur Story, unser Brennmeister ist jetzt in Pension gegangen. Er war grundsätzlich nicht ein wahnsinnig großer Gin-Fan, hatte aber seinen eigenen Garten und liebte es halt mit diesen ganzen Botanicals zu experimentieren. Das heißt, auch aus diesem Grund ein bisschen den Wacholder zurückgenommen und ein bisschen mehr von diesen floralen, kräutrigen Bestandteilen in den Gin verarbeitet. Und ich finde ihn, wenn man jetzt ihn einfach so mal pur nimmt, macht man halt das nicht so oft, dass man Gin pur trinkt. Vielleicht mal den einen oder anderen on the rocks. Eigentlich viel zu selten, finde ich. Viel zu selten. Ich finde aber, das ist der Excellent Gin und auch es gibt so ein paar andere Gins, die sich wirklich auch sehr, sehr gut eignen, um das mal pur zu genießen. Ja, stimme ich dir voll zu. Es ist ein ganz anderes Erlebnis einfach mal. Es ist eine... ich finde, guter Gin kann durchaus als klare Sipping-Spirituose genutzt werden. Also damit meine ich, dass man ihn eben auf Eis trinkt oder einfach ganz gemütlich Schluck für Schluck am Lagerfeuer, am Kamin, wollte ich eigentlich sagen. Und in einer gemütlichen Runde. Es muss nicht immer mit Tonic sein, aber machen wir jetzt trotzdem. Ist ja Gin und Tonic. Genau. Du hast gerade vorher gesagt, der Brennmeister ist jetzt in Pension gegangen. Der den Xellen Gin so. Wie lange war der denn im Amt? Boah. Ungefähr? Fast nicht ganz 40 Jahre. Wow. Also ich glaube 36, also 36 war noch so eine Zahl, die ich noch im Kopf hatte. Also doch ziemlich eine Weile. Das ist eine Karriere. Ja, ja. So, ich habe jetzt wie gesagt... bis zur zweiten Markierung mit Tonic gefüllt. Jetzt haben wir ein Verhältnis von 1 zu 1, was jetzt vielleicht für den normalen Gin Tonic im Partyabend oder an der Bar ein bisschen zu viel ist. Aber wir wollen jetzt die Nuancen vom Gin herausschmecken und gucken, wie das Tonic den Geschmack vom Gin verändert. Deswegen haben wir uns für diese sehr martiale Mischung entschieden.
Und okay. Cheers. Cheers. Es kommt natürlich, ich finde, ganz klar auf den Gin drauf an, in welchem Mischverhältnis. Normalerweise ist ja ein Teil Gin, drei Teile Tonic. Das ist so viel oft standardmäßig. Aber es gibt so viele tolle Gins, die halt vielleicht ja, ein bisschen weniger Wacholder haben, ein bisschen andere Nuancen, andere, die halt mit ganz anderen Harmonien von Aromen arbeiten. Und da muss man auch nicht immer dieselbe, also diese Standard Menge einfüllen. Ich finde, es verträgt sich jetzt beim Xellengin sehr, sehr gut mit einem 1:1 oder vielleicht ein bisschen ein Hauch mehr Tonic als, ja, als Gin. Aber ich bin ja, grundsätzlich... Stimme ich dir voll zu. Und ich finde es extrem spannend, wie der Tonic diesen Gin, das Tonic diesen Gin nochmal öffnet, dass dafür fruchtige Noten auf einmal freigesetzt werden. Und durch eine Spritzigkeit, eine Leichtigkeit im Produkt, das ist so... Sonntagnachmittags im Sonnenschein auf der Terrasse all day long, bin ich voll dabei. Ja. Ich bin grundsätzlich auch eigentlich nicht so der Riesenfan von diesem Mischverhältnis, ein Drittel und ein Viertel und drei Viertel. Ja, genau, genau. Weil man, ich meine, es heißt ja schon, wir trinken Gin and Tonic und nicht Tonic and Gin. Deswegen mag ich auch die etwas kräftigeren Mischungen definitiv lieber, weil es kommt natürlich, wie du schon sagst, auf den Gin an. Absolut. Aber ich möchte ja noch was davon schmecken. Genau. Ich finde es auch so auch wunderbar. Ja, die passt. Ja. Ein klasse Produkt aus der Zentralschweiz mit Edelweiß, mit Gletscherwasser. Komplett. Was wollen wir mehr? Komplett. Komplett auf Schweizer Alkohol aufgebaut, auf den Roggen Wodka von demselben Brand Xellent. Und ja, spreche ich es eigentlich richtig aus, wenn ich sage Xellent? Ja, genau. Sehr gut. Das heißt nicht, ist X oder X wird nicht als X ausgesprochen. Nein, Xellent. Xellent, that's it. Spricht für sich. Swiss Edelweiss. Genau. Okay. Dominik, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank dir, Manuel. Danke euch fürs Zuschauen und viel Spaß noch mit dem Gin. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Unser zweiter Gast ist Gabriel Gallica-Etter von der Etter Distillerie aus dem Kanton Zug. Gabriel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, darf ich hier sein. Es freut mich sehr, heute auch das traditionsreiche Unternehmen Etter Distillerie aus Zug zu begrüßen mit einem ganz neuen Produkt. Da habt ihr euch auch in neue Wege gewagt, oder? Gin habt ihr vorher noch nicht gemacht. Aber wir haben heute in der Flasche Hashtag 2 den Etter Gin aus der Distillerie Etter Zug. Ich sehe hier schon, der Gin ist nicht klar durchsichtig weiß, wie man es kennt, sondern der hat eine blaue Farbe und jetzt interessiert mich und natürlich auch euch zu Hause, wo kommt das her? Die blaue Farbe, die kommt von der blauen Schmetterlingsblüte. Die wird nach der Destillation noch eingelegt, vor der Filtration, und die gibt diese natürliche Farbe ab. Wow. Wir werden da nachher noch, wenn wir es probieren, vor allem wenn wir es mit Tonic mischen, was ganz Spezielles sehen, darauf freue ich mich schon und dürft ihr euch zu Hause auch drauf freuen. Aber reden wir doch erstmal darüber. Etter Distillerie ist ja hauptsächlich bekannt für Kirschbrand. Also das ist ja so das Main-Produkt, oder sehe ich das falsch? Das ist... Ja, der Kirsch, das ist unser Lead-Produkt. Die Firma Etter hat 1870 gestartet mit der Destillation der Kirsche. Respektiv bereits 1823 haben wir die erste Brennblase betrieben, 1870 die Firma dann gegründet. Und später kamen dann viele andere Fruchtbrände dazu, sprich Birne, Apfel, Mirabelle. Und die Leute sitzen mir schon lange in den Ohren, seit über 10 Jahren, mach doch mal einen Gin. Also von 1870 bis dieses Jahr hat es gebraucht, bis sie einen Gin auf den Markt gebracht. Ich habe jetzt speziell nach dem Kirsch gefragt. Weil, eben wie gesagt, Distillerie Etter ist berühmt, weltweit berühmt für den Kirsch.
Und da stelle ich mir natürlich die Frage, und ihr zu Hause vielleicht auch, haben wir denn auch Kirsch in diesem Gin drin? Ja, definitiv. In jedem Produkt von Etter hat es ein bisschen Kirsch drin. Ist das jetzt ist das Kirschdestillat, ist das der Basisalkohol dafür oder macht ihr das mit Ethanol und Kirsch ist quasi ein Botanical? Wie ist da die Vorgehensweise? Also der Grundalkohol ist nicht der Kirsch, da haben wir neutralen Alkohol, weil wir möchten ja dem Gewürz, den Kräutern das Wort geben und darum brauchen wir neutralen Alkohol. Wir geben aber eine gewisse Menge an Kirsch dazu. Das macht Sinn. Du hast es vorher schon gesagt, 1870 wurde die Distillerie gegründet und da spiele ich jetzt drauf an, weil das hat auch eine ganz bestimmte Rolle in der Zahl der Botanicals im Etta Gin drin. Richtig? Ja, eigentlich wollte ich ja zu unserem Jubiläum letztes Jahr 150 Botanicals, 150 Jahre Etta verwenden. Ich habe den Peter Friedli angerufen, das ist ein Familienbetrieb, der seit 1775 in der siebten Generation Gewürze vertreiben tut in meiner Gegend in Zug. Und habe ihn angefragt, dass er mir 150 Botanicals organisiert. Er war da ein bisschen überfordert und er meinte, diese Menge kriegen wir nicht hin. Und wir haben es dann geschafft, dass wir 75 gefunden haben. Also habt ihr jedes Botanical einfach doppelt drin und damit sind es dann wieder 150? Genau. Perfekt. Ich mag solche Zahlenspiele einfach. Und ich freue mich darüber immer, wenn es so eine Story zu einem Produkt gibt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders drauf, den ersten Schluck davon zu probieren. Wir haben ihn, genau wie alle anderen Produkte, in der großen Flasche auch da, damit ihr seht, wie die aussieht. Aber das seht ihr im Booklet sowieso und mit dem QR-Code, den ihr im Booklet auf der Seite findet, den könnt ihr scannen und werdet direkt zum nächsten Händler in eurer Nähe weitergeleitet und könnt euch diese wunderbaren Produkte, die wir heute hier degustieren, direkt in großer Version nach Hause bestellen. Was erwartet uns jetzt bei diesem Gin? Ich bin auch sehr gespannt. Oh, auch sehr gespannt. Was ihr davon halten tut. Das ist ja immer alles Geschmackssache. Unser Leben besteht ja aus Degustieren. Wir degustieren jeden Tag, am liebsten morgens 8, 9, dass der Gaumen, die Nase bereit und frisch in den Tag. Ich bin der Meinung, es sollte eigentlich jeder selber sich ein Bild machen, was er da genau riechen tut. Ich würde auf jeden Fall sagen, sehr fruchtig, ja. Sehr, sehr vielschichtig. So diese Zitrusnote, Orange, Zeste, Orangenzeste, Zitrone, aber die Wacholder. Definitiv, da schmecke ich da vielleicht, rieche ich da eine Bergamotte? Kann ja, hat es definitiv auch drin, ja. Kennt man vielleicht zu Hause aus dem Earl Grey Tee? Das ist mit Bergamotte aromatisierter Schwarztee. Und es erinnert mich in der Nase doch sehr, sehr an Bergamotte im ersten Moment. Was sagt ihr zu Hause dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Eure Meinung, was nehmt ihr als erstes wahr? Was für mich, bevor wir dieses Projekt gestartet haben, gar nie wirklich bewusst war, dass man Gin auch pur trinken kann. Wenn der sauber gebrannt ist, das macht unglaublich viel Freude und in den paar wenigen Monaten, seit dieses Produkt auf dem Markt ist, haben wir auch sehr viele Fans gewonnen und Feedbacks gekriegt, diesen Gin wirklich auch pur zu trinken. Ja, wir haben es vorher schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gin viel zu selten pur getrunken wird. Es ist einfach ein anderes Erlebnis. Es ist so, ja, Whisky, Rum, Cognac kennt man, aber nehmt doch einfach mal ein gutes Glas Gin, setzt euch in Ruhe damit hin, vielleicht noch mit Eis und genießt es einfach mal. So, wir probieren ihn jetzt auch erstmal pur. Cheers. Ich konnte nicht warten. Habe ich gemerkt. Das liegt in meiner Natur. Ja, und auch im Geschmack. Eine dezente Wacholdernote. Zitrusfrüchte ganz klar da. Und auch im Mund nehme ich die Bergamotte relativ deutlich wahr. Vielleicht liegt das nur an mir. Das müsst ihr zu Hause selber auch entscheiden für euch. Aber ich nehme sie relativ deutlich wahr.
und eigentlich so als fast als Hauptgeschmack. Also nicht als Hauptgeschmack, aber es ist sehr, sehr präsent, finde ich. Ich finde ihn sehr mild. 40%, glaube ich, oder? Genau. Und das ist super angenehm und mild zu trinken. Ganz toller Gin. Dankeschön. Mir macht er auch Spaß, aber wie gesagt, das ist immer alles Geschmackssache. Genau. So, jetzt kommt der Punkt mit dem Tonic. Und ich habe das am Anfang schon mal erwähnt, da kommen wir wieder auf die Schmetterlingsblüte zurück, die im Nachhinein eingelegt wird, deswegen gibt sie noch die Farbe ab. Und wenn ihr jetzt ein bisschen Tonic ins Glas gebt, werdet ihr sehen, wie der Gin auf magische Weise seine Farbe verändert. Von blau zu pink. Violett, ja. Dankeschön. Zum Wohl. Danke. Macht echt Spaß, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und da ist es auch wieder, der Gin öffnet sich schon in der Nase. Er wird noch fruchtiger, spritziger. Das ist so die Zitrusfrische kommt jetzt ein bisschen durch für mich. Und ich bin jetzt sehr gespannt, den zu probieren. Wow. Passt doch, oder? Passt super. Also da haben wir wirklich einen floralen Geschmack, der sich mit spritzigen Zitrusnoten paart. Super erfrischend ist. Ein Produkt, das insgesamt stimmig ist. Klasse. Mein Ziel oder unser Ziel von unserem Familienbetrieb besteht ja immer darin, dass ein Destillat sauber gebrannt wird, vor Nachlauf sauber abgetrennt wird und das Produkt eher auf der fruchtigen Basis aufgebaut ist. Und ich glaube, das haben wir da wieder gefunden. Der Name Etter bürgt für Qualität und das war mir sehr wichtig, dass dieser Gin, ein ganz neues Produkt, das in die 150 Jahre Vergangenheit auch reinpassen tut. Ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Die Qualität, die Erfahrung, die merkt man, die schmeckt man. Es ist Destillieren. Destillation ist eine Kunst, eine Handwerkskunst. Das lernt man nicht einfach mal eben so, sondern es ist jahrelange Erfahrung, die man da braucht, um eben genau den Vorlauf, den Nachlauf und das Herzstück sauber trennen zu können, um da das gewisse Gespür für zu haben. Und gerade, ich finde es auch, muss ich ehrlich sagen, mutig, mit dem Namen Etta an ein komplett neues Produkt heranzugehen, an den Gin heranzugehen, da man jetzt diesen großen strahlenden Namen in der Obstbrandbranche, sag ich mal, bereits hat. Und sich dann an etwas komplett Neues heranzuwagen, wo eure Firma ja eigentlich vorher nicht wirklich Erfahrung mitgesammelt hat. Und das doch zu machen und so ein klasse Produkt dabei rauszubringen, das finde ich ganz großartig. Ja, es war eine große Herausforderung, dieses Produkt zu bringen. Ich wurde oft darauf angesprochen und jetzt ist es da. Und da sind wir sehr froh drüber, oder? Ja, und der Punkt, dass wir diesen Gin nicht irgendeinen Fantasienamen geben wollten, war, wir sind nicht die Ersten, die den Gin auf den Markt bringen, wir werden bestimmt nicht die Letzten sein und geschmacklich, das ist immer Geschmackssache und ich denke, wir können da profitieren von all unseren Etter-Trinkern, Etter-Fans, die jetzt endlich ihren Gin aus dem Hause Etter auch beziehen können. Genau, und man erkennt halt auch sofort, dass er aus dem Hause Etter kommt, weil das ist diese ganz spezielle Flasche. Die erkennt man vom Weiten. Das ist eine Flasche, die ist extra für euch gemacht. Die gibt es nur mit Etta-Produkten drin und das hat einen Wiedererkennungswert. Und das seht ihr schon von Weitem, wenn ihr diese Flaschenform seht, wisst ihr, das ist traditionsreiche Handarbeit aus dem Kantonzug in der Zentralschweiz. Und ich mache mich jetzt an unsere Homebar, an unsere Hausbar. Und werde euch da einen Cocktail zeigen, einen Cocktail mixen, einen ganz einfachen Gin Sour, den ihr einfach zu Hause nachmixen könnt und wo ich euch zeige, wie ihr das
Barkeeper Cocktail Set, das ihr auch auf unserer Homepage erwerben könnt, richtig anwendet. Und wie man das benutzt, zeige ich euch jetzt. So, und jetzt zeige ich euch, wie man einen ganz einfachen Drink zu Hause mixen kann. Mit diesem tollen und praktischen Barkeeper Cocktail Shaker Set, das ihr auf unserer Homepage in unserem Webshop einfach zu euch nach Hause bestellen könnt. Ich habe hier jetzt noch zwei Kleinigkeiten, ein ganz normales Messer und einen Sparschäler. Das haben wir in dem Set nicht drin. Das hat, glaube ich, jeder von euch zu Hause. Gibt es in jedem Supermarkt sonst für 1-2 Euro. Gar kein Problem. Ich mixe jetzt einen ganz einfachen Gin Sour. Einfache Zutaten, Gin, Zitronensaft, Zucker, Sirup. Den kann man mit all den Produkten, die wir heute in der Show probieren, machen. Ich mache ihn jetzt einfach mal mit der Nummer 1, mit dem Xellent Gin, weil das von allen Gins, die wir probiert haben, noch der klassischste ist. Und jetzt packen wir mal das Set aus. In dieser praktischen Tasche, die kann man sich einfach um die Schulter hängen, mitnehmen zur nächsten Party, immer bestens ausgestattet. Und dann kann man die einfach aufklappen mit dem Reißverschluss und wir sehen, was wir da alles drin haben. Wir haben hier einen sogenannten Muddler, brauchen wir für diesen Drink nicht, zeige ich euch in einem anderen Video, wie man den benutzt. Den Bar Strainer oder Hawthorne Strainer, damit halten wir nachher das Eis im Drink zurück. Ein Messbecher, auch genannt Jigger. Ich habe extra einen genommen mit 50 und 30 Milliliter, die meisten haben 20 und 40, aber so haben wir ein bisschen mehr Spielraum und der ist innen noch markiert. Und man kann quasi jede Milliliter ganz genau abmessen damit. Wir haben dann noch einen Feinstrainer. Der hält das ganze Kleinzeugs. Wenn man zum Beispiel einen Drink mit frischen Kräutern macht, hält der das zurück. Oder auch das zerschlagene Eis im Drink, also die kleinen Stücke, die wir nach dem Shaken nicht mit in unserem Drink haben möchten. Die sogenannte Mexican Elbow Press. Perfekt, um frische Zitronen oder Limettensäfte zu pressen. Ein Barlöffel zum Rühren, den brauchen wir heute nicht. Und natürlich das Herzstück eines jeden Cocktail-Sets, der Shaker. Das ist ein sogenannter Double-Tin Boston Shaker. Es gibt die Version auch, wo dieses Teil aus Glas ist. Ich bevorzuge die Metallversion, weil das ist einfach. Sieht schöner aus, kühlt besser, einfacher zu reinigen, einfacher zu handhaben, insgesamt einfach besser. Alle Produkte, die wir hier benutzen, sind HACCP-Standards. Heißt, die können in offiziellen Cocktailbars, in Gastronomie verwendet werden, entsprechen alle Hygienestandards und alle Anforderungen sind erfüllt. Dann haben wir noch als kleinen Zusatz die sogenannten Speed Purer oder Purer. Ausgießer, die helfen uns dabei, unsere Produkte ein bisschen gezielter und einfacher zu dosieren. Einfach auf die Flasche aufstecken. Jetzt habe ich hier ein paar Eiswürfel vorbereitet. Die tun wir mal in den größeren Teil vom Shaker. Und in den kleineren Teil kommen jetzt unsere Zutaten. Da fangen wir an mit 5 Zentiliter Gin. Ihr seht, das geht ganz prima mit dem Ausgießer. Diese praktischen Squeeze Bottles findet ihr in der Extended Version von unserem Barkeeper Set. Da könnt ihr zum Beispiel vorgepresste Säfte oder hausgemachte Sirups einfüllen. Ich habe hier jetzt einen Zuckersirup, ganz einfach zu Hause zu machen. Einen halben Liter Wasser mit 750 Gramm Zucker einfach schnell aufkochen. Ist innerhalb von 5 Minuten erledigt und muss dann nur noch abkühlen. Davon nehmen wir 20 Milliliter in den Drink. Und frische Zitrone. Die messe ich jetzt heute nicht ab. Weil für einen Sour braucht man ungefähr den Saft einer halben Zitrone. Jetzt kommt die sogenannte Mexican Elbow Press ins Spiel. Ganz wichtig, auch wenn es verleitet, legt die Zitrone nicht mit der offenen Seite nach oben rein, weil sonst landet alles im Auge. Mit der offenen Seite nach unten
Zuklappen und ausdrücken. So, das tue ich eben zur Seite. So, und jetzt kommt schon einmal der Bar Strainer zum Einsatz, denn ich habe jetzt den Teil vom Shaker schon vorgekühlt, aber da schmilzt natürlich auch ein bisschen das Eis weg, deswegen das Wasser weg, den Shaker zumachen und umfüllen. Dabei ist es wichtig, dass ihr den oberen Teil nicht gerade aufsetzt, sondern hier eine gerade Linie bildet, sonst geht er nämlich schwer wieder auf. Und dann einfach 10 Sekunden circa shaken. Zum Öffnen, ihr seht, dass wenn der Shaker so schön beschlagen ist, dann ist das gut. Zum Öffnen einfach mit dem Handballen auf die Seite klopfen und den oberen Teil abnehmen. Das Glas habe ich auch schon vorgekühlt. Genau wie beim Shaker gießen wir wieder das geschmolzene Wasser ab. Und dann wird der Strainer so aufgesetzt, die beiden Ohren halten ihn auf dem Shaker oben drauf. Die Spirale sorgt dafür, dass er sich jeder Öffnung anpasst. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das kleine gebrochene Eis wollen wir jetzt nicht mit dem Drink haben, deswegen wird der doppelt gestrained und passt perfekt ins Glas. Zu guter Letzt habe ich euch den Sparschäler vorher schon erwähnt, in jedem Supermarkt oder wahrscheinlich habt ihr ihn auch zu Hause. Damit einfach ein Stück von der Zitronenschale abschneiden und über dem Drink die ätherischen Öle aus der Zitronenschale ausdrücken. Dann kann man den noch, die Zeste doch schön die Ränder abschneiden, damit das alles etwas ordentlicher aussieht. Kurz drehen oder twisten und mit ins Glas als Dekoration geben. Ein ganz einfacher Drink, ein Gin Sour. Cheers, den könnt ihr einfach zu Hause nachmixen. Schaut auf unserer Homepage, guckt euch unser Barkeeper-Set an. Es gibt auch noch die Extended-Version. Da ist zum Beispiel das Rührglas noch mit drin, da sind spezielle Eisformen drin und die erwähnte Squeeze Bottle. Dazu mehr beim nächsten Mal. Cheers. So, der Drink schmeckt unglaublich gut und jetzt freue ich mich auf unsere nächsten Gäste. Unser dritter Gast ist Philipp Businger und Matthias Näpflin von Fragment Gin aus Luzern. Ihr seid jetzt so die Ersten, wo auf der Flasche wirklich draufsteht, Luzern. Wir sind hier in Luzern, beziehungsweise sind hier in Gisikon, Kanton Luzern. Wir haben jetzt den Lucerne Dry Gin von Fragment. Fragment, wie spreche ich es richtig aus? Fragment. Und ihr seid, ehrlich gesagt, doch ziemlich jung dafür, dass ihr eine eigene Gin-Firma gegründet habt. Wie ist das zustande gekommen? Also wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine eigene Gin-Brand zu machen? Ja, also du hast es richtig angesprochen, wir sind noch sehr jung. Wir haben diesen Gin, hat das mal begonnen mit einer Schnapsidee, einer klassischen. Wir haben Schnapsidee mit, halt. Ne? Genau, ja. Wir hatten mit Organisation von Events und Partys begonnen, in Luzern und Umgebung der Zentralschweiz. Und wir wollten das Flair des Unternehmertums, des Netzwerks, wollten wir weiterbringen und mit einem Produkt weiter wachsen und weiter lernen. Und so kam dieser Gin raus, den wir jetzt nun zwei Jahre auf dem Markt haben. Ja. Also ihr habt das quasi so parallel zum Studium, parallel zur Uni gemacht. Nebenbei sozusagen. Genau, alles nebenbei. Also wir vier Jungs waren schon eigentlich sehr früh unternehmerisch interessiert. Und wir folgten eigentlich so dem Motto von Nike, just do it. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben innerhalb von einem Jahr die Marke designt, aufgebaut mit den Prinzipien, aber auch das, die Rezeptur.
die Rezeptur zusammen mit der Studer-Destillerie. Da wird den Gin nicht selbst produzieren, sondern die Studer-Destillerie ist unser Produzent. Und das harmoniert auch sehr gut, da wir das Know-how vom Brennen gar nicht haben, aber so mit einer Zusammenarbeit sehr gut ein sehr tolles Produkt kreieren konnten. Und ihr seid auch, also ihr seid jetzt zu zweit hier, aber gegründet habt ihr es zu viert, oder? Genau, ja, wir sind 4 Gründungsmitglieder, wenn du so willst, und zurzeit auch mit 4 Studenten, Kolleginnen und Kollegen, die uns tatkräftig unterstützen, also eigentlich ein Team von 8 Personen hinter diesem coolen Gin. Genau. Coole Sache. Und ihr seid alle aus Luzern. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Flasche anschaue, da ist so wirklich extrem der Fokus auf Lokalität, auf Regional, Local gelegt, speziell auf Luzern. Genau, ja. Nehme ich an, ihr seid alles richtige, rüdige Luzerner. Rüdige Luzerner, auf jeden Fall einer von den 4 Gründungsmitgliedern. Die anderen sind aus dem Kanton Nidwalden, also direkt daneben. Wir sind aber alle mit der Stadt Luzern groß geworden, wie du gesagt hast, mit der Fasnacht. Und ist eigentlich so immer der Zentralpunkt oder der Mittelpunkt von unserem Leben, ob es das Schule, Freunde, Ausbildung oder auch Ausgang, natürlich die besten Bars dort in der Region hat. Genau, ja. Ja. Fokus auf Luzern sieht man an der Flasche, da ist der Pilatus, der Luzerner Hausberg drauf abgebildet. Da ist ein Drache drauf. Also ich wohne jetzt seit 10 Jahren in Luzern, ich habe relativ wenige Drachen sind mir begegnet. Außer mal an der Fasnacht. Ja. Aber was ist da der Bezug? Warum ist da ein Drache auf eurer Flasche? Ja, soll ich da? Das ist eigentlich so das Ziel, das wir hatten mit dem Gin. Wir wollen nicht nur ein Produkt auf den Markt bringen, da es schon 1000 andere Gins gibt. Wir wollen ein Erlebnis kreieren für die Konsumentinnen und Konsumenten. Und der Drache steht eigentlich für das mystische Stück Luzern. Und dieser Drache kommt aus dieser Drachensteinsage. Und die Drachensteinsage ist sehr bekannt in der Region Luzern, Zentralschweiz. Und da geht es ins Jahr 1420 zurück, als da Bauer Stempfli in Luzernen landen, der diesen Drachen Richtung Pilatus gesehen hat. Und dieser hat so einen gefürchigen Stein runtergelassen, aus den Klauen fallen gelassen und der landete vor seinen Augen. Und da hat es dieser Lauf genommen über verschiedenste Herrenhäuser, Königshäuser und bis heute im Naturhistorischen Museum in Luzern. Und das ist eigentlich so das Sinnbild auf der Frontseite dieser Drachensteinsage. Also im Naturhistorischen Museum in Luzern gibt es diesen Drachenstein zu sehen. Genau, ja. Ja, cool. Da muss ich mal da hingehen und mir das angucken. Nehmen wir eine Flasche Gin mit, genau, und gucken, was passiert. Ja, dann freue ich mich jetzt drauf, das zusammen mit euch zu probieren. Gerne, ja. Was kommt da jetzt auf uns zu, vom Geschmack her? Wie würdet ihr das beschreiben? Wir sagen eigentlich immer, dass unser Gin, der Fragmont-Gin, eigentlich ein untypischer Gin ist, weil er sehr fruchtig ist, sehr erfrischend und das kennt man eigentlich beim Gin nicht so. Wir wollten trotzdem diesen Schritt gehen, um einfach auch eine größere Masse ansprechen zu können, da wir doch schon öfters gehört haben, diese Bitternote, die hat man nicht so gern oder halt nur wirklich spezifisch die Präferenzen. Aber das ist auf jeden Fall ein Merkmal, also fruchtig und erfrischend süß. Mit verschiedenen Beeren, aber auch mit einer Zitrusnote. Also das werden wir jetzt dann gerade entdecken. Sind wir gespannt. Oh ja, der ist schon sehr, sehr fruchtig und auch beerig. Aber auch schon erfrischend irgendwie. Ja. Du hast es gerade gesagt, es hat mehrere Beeren. Wie viele verschiedene Beeren sind das? Wir haben total 5 Beeren. Das macht den Gin auch einzigartig. Also wir haben da Johannisbeere, Heidelbeere, Brombeere, Erdbeere und die klassische Wacholderbeere. Und das macht dann einen wirklich speziellen Beerenmix aus. Die Beeren tragen dann die Süße und der Zusammenspiel mit der Zitrusnote, was wir unbedingt hervorheben wollten, ist die Bergamotte und das Zitronengras. Ja. Also wirklich ein interessantes Zusammenspiel zwischen Süße und Zitrus.
Ja, also deutlich wahrnehmbar in der Nase schon. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Aber trotzdem noch überraschend trocken. Also so im Vergleich zur Nase denkt man, da kommt jetzt irgendwas Süßes. Mhm. Aber im Mund ist dann doch, also man schmeckt schon die Frucht, die Beere, auch die Zitrusnote vom Zitronengras, aber es ist viel weniger süß, als ich es jetzt von der Nase erwartet habe. Ja. Hat schon was von so Earl Grey oder ja, die so. Bergamott kommt genau, gut durch. Genau. Besonders im Abgang jetzt gerade merke ich es noch extrem. Ja. Sehr, sehr spannend. Genau, zu süß wollten wir das dann doch auch nicht. Also da muss dann schon der Gin als Name, als Produkt dastehen. Aber trotzdem eine Richtung, die, ja, die sich schmecken lässt. Mhm. Sehr gut, wie du gerade gesagt hast, diese Trockenheit, die kommt wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, die kommt aus den Wacholdernadeln, die wir noch mitdestillieren. Und das ist eigentlich so der Schlagpunkt, da wir gesagt haben, wir wollen keinen klassischen Straight herben Gin, sondern einen feinen. Und diese Wacholdernadeln geben so diesen klassischen, sehr feinen Abgang. Ich würde euch sagen, es ist euch sehr gut gelungen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben vorher noch darüber diskutiert, welches Tonic wir am besten nehmen. Genau, wir haben es im Vorfeld vor der Show mal mit dem Dry Tonic probiert. Waren auch alle drei von uns, die es probiert haben, sehr zufrieden damit. Also es hat uns sehr gut geschmeckt, aber sind zu dem Schluss gekommen, dass wir es doch mit dem Classic Tonic empfehlen und deswegen auch jetzt hier in der Show mit dem Classic Tonic probieren werden. Weil es einfach insgesamt ein bisschen zugänglicher ist für die meisten wahrscheinlich. Genau, und da kommen dann auch die Beeren zum Vorschein. Also mit dem klassischen Tonic, der trägt dann die Beerennote und die Süße mit sich. Und das harmoniert dann wirklich am besten. Und so empfehlen wir das auch am liebsten mit dem klassischen Tonic. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben es jetzt pur probiert. Und wir wollten eigentlich seit Anfang an ein Gin kreieren, das auch pur trinkbar ist. Und aus diesem Grund auch die Zitrus und die Süße, das macht das eigentlich möglich, den Gin auch pur zu trinken, on the rocks. Das geben wir auch auf unseren Perfect Serves an. Und genau, da denke ich, das kann man wirklich so probieren. Ich habe es vorher schon einmal erwähnt gehabt, dass ich in der Bar einen Stammgast habe, der immer wieder einen Gin sehr gerne pur trinkt und der heute hier auch in der Show vertreten ist. Geheimnis gelüftet, es ging um den Fragmont-Gin. Hey. Spannender Typ, der das macht. Ja. So in der Gin-Welt ziemlich bekannt eigentlich und verbreitet. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ja. Man kennt ihn nicht nur in der Schweiz, in der Gin-Szene. Und der ist ein begeisterter Fan. Nimmt immer einen doppelten Fragmont on the rocks. Sehr schön. That's it. Soll was heißen. Ne? Gutes Qualitätsmerkmal. Genau. So, dann bin ich jetzt gespannt mit Gin Tonic. Gin. Es ist so, sag ich mal, bilde ich mir das ein oder so ganz klar, ganz durchsichtig ist der nicht, oder? Der ist nicht ganz durchsichtig. So eine leichte Farbe. Ich meine, ich bin relativ farbenblind, aber ja. Ich könnte schwellen, der hat so eine leichte Färbung. Genau, das ist so die leichte bläuliche Färbung, die du siehst. Das ist so das Bergwasser von Pilatus, das wir mit dieser Farbe abbilden möchten. Das Drachenblut quasi. Genau, so ein weiteres Merkmal mit dem ganzen Storytelling, das wir auch in das Glas hineinbringen möchten. Super fruchtig schon wieder in der Nase. Kommt schon gut durch, ne? Mhm. Wie viele Botanicals habt ihr insgesamt drin? Wir haben total 14 Botanicals. Die Beeren und die Bergamotte mit dem Zitronengras, das sind schon mal 7. Da können wir noch ein paar nennen, also das ist vor allem Pfefferminze, aber auch Lavendel. Das ist es, worauf ich hinaus genau, wollte. Genau, Lavendel. Das ist jetzt gerade mit dem Tonic, finde ich, kommt der Lavendel extrem durch. Ja. Also in der Nase sofort. Mhm. Und ich wusste jetzt nicht, also ich wusste die 5 Beeren und das Zitronengras, aber den Lavendel habe ich mir jetzt gedacht, da ist doch Lavendel drin, das kann doch nicht sein. Ja, genau, ja. Das ist eigentlich so die Vielfalt, das kennst du wahrscheinlich auch mit Cocktailvariationen, je nachdem wie man ihn mischt,
kommt wieder eine andere. Wird es verschoben oder kommt mehr zu Geltung? Mhm. Genau, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel, was mir beim Pur probieren, ist mir der Lavendel gar nicht aufgefallen. Ja. Aber jetzt mit Tonic springt er mir quasi ins Gesicht. Ja. Super spannend, wie sowas, was das für einen Unterschied macht. Ja. Genau aus diesem Grund. Ist das zum klassische Beispiel Tonic. Vorher mit dem Dry Tonic ist es mir auch nicht aufgefallen, aber jetzt mit dem Classic extrem. Ja. Genau, darum auch. Ja. Darum ist wahrscheinlich auch Gin oder Gin Tonic auch so extrem vielseitig einsetzbar. Oder? Ja. So. Mega-Trend unglaublich vielseitig ist, was das Tonic schon für einen Unterschied macht. Das ist, merke ich jetzt gerade hier extrem. Liebe Leute zu Hause, macht mal den Vergleich jetzt bei dem hier speziell. Probiert ihn mal auch noch mit ein bisschen von dem Dry Tonic. Das ist super spannend, was das für ein Unterschied ist. Also mit dem Dry Tonic ist er dann eher so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, rougher, grauer. Das Freche. Mehr so in die Richtung von einem klassischen Gin Tonic. Kommt der Wacholder stärker durch und die ganze florale Note viel weniger. Probiert es mal aus und macht euch selber ein Bild, was das für einen Unterschied macht. Ja, ausprobieren ist sowieso immer eine gute Sache zu Hause. Wir merken es selber, wenn der Kühlschrank irgendwie voller Früchte oder voller Gemüse ist, einfach mal probieren, was das für Facetten wieder reinkommt, wenn man etwas Gurke, etwas, ja, was auch immer reintut. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, 100 Tonics. Es gibt hunderte Tonics. Ja. Also endlos, die Geschichte. Genau. Endlos. Ja. Das ist auch eine Welt für sich. Ja. Jetzt hatten wir vorher von Etta die spezielle Flasche. Ihr habt auch eine sehr spezielle Flasche. Lasst ihr die extra für euch produzieren? Oder wie ist das gemacht? Wie seid ihr zu der Flasche gekommen? Warum ist die schwarz? Hat das Gründe? Oder? Ja, Philipp. Also, genau. Wir wollten eigentlich seit Anfang an nicht nur ein Produkt kreieren, sondern eben eine Geschichte damit erzählen, ein Erlebnis weiterbringen, und das wollten wir vor allem auch mit dem Flaschendesign. Also das Flaschendesign war zentral beim Aufbau vom Produkt und der Marke Fragment. Es sollte zum einen edel rüberkommen, wir sind da im Premium-Spirituosen-Segment, das wollten wir unbedingt rüberbringen, und doch wollten wir uns abheben. Und das haben wir so geschafft, dass wir eigentlich eine Zusammenarbeit gemacht haben mit der Hochschule von Luzern, Design und Kunst. Da hat ein Student mit uns zusammen die Flasche kreiert, also eine absolute Win-Win-Situation in dieser Zeit. Und ich denke, das hat uns sehr gut gelungen, dass wir eigentlich unsere Ideen auf das Design abgebrochen darstellen konnten auf der Flasche. Und auch zusätzlich mit der Sage im Hintergrund, wie man hier sieht, niedergeschrieben. Und genau, das stellt eigentlich so die Marke dar. Es soll auch irgendwo minimalistisch sein, dass man fokussiert zum einen auf das Logo und auf den Berg gerichtet wird. Genau. Ja, mega cool. Also hat das Design der Flasche, hat der Kommilitone von euch gemacht? Genau, also wir haben den über die Hochschule Luzern kennengelernt. Voll cool. Und daraus hat sich da so eine schöne Freundschaft entwickelt. Genau. Das ist echt schön gekommen. Genau, und als wir das Unternehmen gegründet haben, wir waren ja sehr jung oder sind noch jung, und die erste Priorität für uns war es, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und möglichst viel für uns selbst zu profitieren, in dem Sinn, dass wir lernen können. Und der Designprozess war wirklich spannend. Wir hatten da jeden Freitag an der Hochschule abgemacht mit dem Designer und haben einfach nur über Design diskutiert und philosophiert. Ja. Das hat extrem Spaß gemacht, und wir haben wirklich an jedes Detail gedacht. Wenn ihr die Flasche zu Hause habt, dann schaut mal auf den Berg. Wir haben da drei Symbole versteckt, die auf die Sage zurückzuführen sind. Mal schauen, ob ihr die findet. Wenn ihr sie findet, schreibt uns doch einfach in die Kommentare. Genau. Oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook oder schreibt uns doch direkt an die Jungs von Fragment. Genau. Super cool, wart ihr da. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Danke. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Unser vierter Gast ist Marcel Ammann von der Lakeside Valley Distillery in Luzern. Herzlich willkommen, Marcel. Schön, dass du hier bist. Danke dir, freue mich sehr.
Wir reden jetzt mit dir über die Lakeside Valley Distillery. Das ist die neueste Firma in unserer Show. Gibt es erst seit diesem Jahr. Wir haben das schon mal angesprochen, seit dem 20. April genau auf dem Markt. Und wir haben hier auch ganz spezielle Gins wieder. Wir haben vorher schon mal über Farben gesprochen. Mhm. Wir haben vorher schon mal über die Schmetterlingsblüte gesprochen. Sprechen wir doch nochmal darüber. Wir haben hier einen dunkelrotbraunen Gin, fast schon schwarz. Der hat eine ganz andere Farbe als der, den wir vorher hatten mit der Schmetterlingsblüte. Wo kommt diese Farbe her? Was ist da der Unterschied? Kannst du uns das erklären, bitte? Ja, danke dir für die Frage. Die Farbe ist eine Eigenentwicklung, die über anderthalb Jahre gedauert hat, auf verschiedenen Botanicals extrahiert, um einen Farbwechsel zu generieren mit einem Tonic durch den pH-Wertwechsel, der ein Schweizer Rot symbolisiert. Also ich habe ein Getränk aus der Schweiz. Mit dem Tonic kriege ich die Schweizer Flagge im Glas. Also dieser Gin wird rot. Genau. Anders haben wir es vorher erlebt, von blau zu pink. Das ist das, was man schon bei dem einen oder anderen Gin kennt. Mhm. Dieser hier ist ganz neu, eigene Entwicklung. Und wie lange hat das gedauert, bis man den bis man diese Farbe gefunden hat und wusste, wie man das umsetzen kann? Ja, Schwierige bei den Farben ist, das ist eine Anomalie der Natur, ein Farbwechsel. Man kann ihn chemisch nicht hervorrufen. Und wir wollen ja auch keine Chemie in unserem Gin, oder? Genau. Und da ist das Thema, ist, dass es fast nicht stabil ist. Die Schmetterlingsblüte ist die einzige bekannte stabile Farbwechsel, den man bisher kannte. Und somit habe ich mit verschiedenen Botanicals experimentiert, wie ich die stabil machen kann. Weil Alkohol, wissen wir, desinfiziert. Und Sonnenlicht, UV-Licht hat auch eine Veränderung im Alkohol. Und somit muss man schauen, wie kann man eine Farbe stabil bekommen im Getränk, dass das nicht nur eine Woche funktioniert, sondern auch ein halbes Jahr, ein Jahr später noch. Also muss man immer wieder Tests machen und gucken, wie es sich verändert. Wie lange war die Entwicklungszeit dafür? Ja, anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre war es. Genau, gut, haben wir gebraucht. Das habe ich gerade nicht ganz mitbekommen, Entschuldigung. Ja. Wir haben bisher alle Gins, die wir heute in der Show probiert haben, hatten wir mit 40 Volumenprozent. Das ist jetzt bei deinen Gins etwas anders. Da haben wir 42%. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, eins meiner Lieblingsbücher und Serien ist Per Anhalter durch die Galaxis. Und die haben Deep Thought gebaut, einen Computer, der die Frage beantworten soll, was ist der Sinn des Lebens, des Universums und der ganze Rest. Und die Antwort war 42. Genau. Wenn alles so einfach wäre. Und genau, und somit haben wir unsere Getränke alle natürlich die 42. Sehr cool. Kommen wir nochmal zu den Botanicals zu sprechen. Wir haben hier auf der Flasche 5 abgebildet. Wie viele Botanicals haben wir denn wirklich hier drin im Gin? Also im Gin habt ihr, also in diesem Gin sind 12 Botanicals verarbeitet. Wir haben geschaut, dass wir das Bild von den Botanicals, was man schmecken kann, mit auf die Flasche aufbringen. Das heißt, durch das Nosing von oben, durchs Probieren, durchs Riechen, durch Schmecken auf der Vorderzunge, bis an den Gaumen, die Entwicklung haben wir abgebildet, sodass man das ganz einfach, diese Geschmacksrichtung, die man schmeckt, auch identifizieren kann. Also wir sehen hier eigentlich Aronia, demnach ist das als erstes in der Nase präsent. Wacholder, Enzian, Zitronenmelisse und Salbei. Genau. Das sind die 5 Hauptgeschmacksrichtungen. Wisst ihr zu Hause, was Aronia ist? Ich musste mich dafür nämlich erstmal schlau machen. Und Marcel, vielleicht erklärst du das jetzt nochmal unseren Zuschauern. Was ist Aronia überhaupt? Ja, wo wir angefangen haben mit der Entwicklung von den Spirituosen, haben wir uns gesagt, wir wollten was suchen, was es noch nicht verarbeitet wurde, was neu ist. Und die Aronia-Beere kommt aus Nordamerika, wurde dort von den indigenen Völkern benutzt, um auch Fleisch zum Beispiel haltbar zu machen, aber auch für die Gesundheit. Die ersten Siedler, die von Amerika, New York gestartet sind, in den Westen vorgezogen sind, haben die Beere benötigt, um halt Vitamine und die Antioxidantien zu bekommen während der Reise. Und ist die Aronia-Beere ist die Beere mit den meisten oder dem höchsten Antioxidantiengehalt der Welt. 4-mal höher als die Beere Nummer 2. Die was wäre? Blaubeere, die wir in unserem zweiten Gin haben.
verbaut haben. Und vom Geschmack war für uns wichtig, dass wir auf Bio setzen und hier sogar auf unseren Hauptzutaten auf Knospe Bio Swiss zertifiziert. Das entspricht in Deutschland zum Beispiel einem Demeter-Level, also wo für die Tiere geschaut wird beim Anbau. Es werden noch Beeren gelassen für den Winter, für die Vögel. Das Gras wird erst geschnitten stückweise, damit die Rehe und die Hasen sich verstecken können, noch was nutzen können als Schutz. Und so ein ganzheitlicher Anbau findet dort statt. Und das war für uns wichtig, in unseren Produkten halt von A bis Z die ganze Herkunft auch zu kennen, wo die Sachen herkommen, wie sie angebaut werden. Also höchste Bioqualität in den wichtigsten Zutaten. Jetzt freue ich mich drauf, den ersten Schluck davon zu probieren. Danke dir. Und ihr zu Hause kennt das Spiel jetzt schon bis zur ersten Markierung und dann schauen wir weiter. Ja, wenn man es jetzt so einfließen sieht, das ist Bordeaux-Braun von der Farbe. Sehr ungewöhnlich für den Gin. Sehr spannend. Und jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Extrem fruchtig in der Nase. Beerig. Ja, sehr beerig. Also das springt einem direkt entgegen. Was erwartet uns, wenn wir den jetzt probieren und im Mund haben? Bleibt diese beerige Fruchtigkeit? Es verwandelt sich zum, ich würde sagen, ein bisschen das Kräuterliche, was wir hier haben. Auf der Flasche sehen, ist der Enzian, der dann auf der Zunge kommt, den wir die Bitternis ein bisschen haben, das Krautige. Und dann der Zitronenmelisse. Und ganz speziell ist der Abgang. Der hat das Salbei, ist wie ein Gefühl vom Hustensaft aus der Kindheit, vielleicht in diese Richtung, also, was man so im Gaumen hat. Cheers, Marcel. Cheers. Jetzt bin ich extrem überrascht, weil der Gin hat in der Nase was extrem Fruchtiges, Beeriges, hatten wir es gerade schon von. Und allein vom Geruch her, ich weiß nicht, wie ihr zu Hause das seht, aber ich habe jetzt etwas eher Süßes erwartet. Aber dieser Gin ist komplett trocken und man hat im Mund die komplette geballte Power von Alpenkräutern. Also da ist wirklich Schweiz im Glas. Ich finde es sehr treffend, wie du das vorher gesagt hast. Erst recht, wenn man bedenkt, gleich noch mit dem Farbwechsel. Da haben wir das leuchtende Rot der Schweizer Flagge. Wir haben es auch hier auf dem Deckel. Können wir nachher mal vergleichen. Und vor allem im Abgang, weißt du was? Du hast das als Hustensaft bezeichnet. Weißt du, woran mich das erinnert? Ricola. Ricola. Wer hat es erfunden? Genau. Bei der Produktion ist auch wichtig für uns, wir sind die erste Destille, die unsere Spirituosen komplett klimaneutral produziert, also nachhaltig. Das Ganze ist mit Geothermie und Solaranlagen verbunden, mit modernen Tesla-Batteriensystemen. Und wir speisen mehr System oder mehr Energie ins Netz ein, als wir für die Destillierprozess benötigen. Und Gesamtprozess bei Maronia ist sehr speziell. Die meisten Gins brauchen eine Woche, manche nur einen Tag, manche eine Woche zur Produktion. Der Aronia, für dieses Geschmackserlebnis haben wir eine Produktionszeit von 3 Monaten. Wow, das ist lang für einen Gin, würde ich behaupten. Mit Lagerzeit, wir geben dem Gin nach dem Produzieren nochmal eine Ruhezeit in einem Fass. Ja. Nach dem Verdünnen auf die Trinkstärke, wie du vorher erzählt hast, kommt höherprozentig aus der Destille heraus, geben wir ihm nochmal Zeit, bevor wir ihn in die Flasche abfüllen. Und so haben wir dort die Produktionszeit von 3 Monaten. So, und jetzt bin ich ganz besonders gespannt. Wir haben es vorhin schon einmal gesehen, den Farbwechsel von Blau zu Pink. Aber das ist hier ja jetzt ein ganz anderes Verhältnis, würde ich sagen. Und da bin ich jetzt extrem gespannt, was passiert. Leuchtend rot. Wahnsinn. Und so ein strahlendes, ne? Das ist... Ja, hat so ein bisschen eine Orangenote. Das ist die Aber Flagge. Eben, es ist tatsächlich ganz genau der Rotton der Schweizer Fahne, würde ich behaupten. Genau. Wir haben das hier nochmal zum Vergleich.
für euch zu Hause? Matching. Und wir haben vorhin schon erlebt, wie sehr ein Tonic einen Gin verändern kann. Wir haben hier einen ganz speziellen Gin gehabt, oder haben einen ganz speziellen Gin, der allein schon pur drei verschiedene Richtungen annimmt, in der Nase, im Mund und im Abgang. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie der sich mit dem Tonic entwickelt. Cheers, Marcel. Cheers, Manuel. Und da ist die Fruchtigkeit. Kommt durch den. Da ist die versprochene, vom Duft, von der Nase, die versprochene Fruchtigkeit und Beerigkeit und auch Süße ist jetzt auf einmal da. Nicht zu süß, aber perfekt für einen lauen Sommernachmittag im Dezember. Der ist gefährlich, glaube ich. Oder schön am Kamin. Ja. Genau. Ah, der ist, also dann. Das Interessante ist auch durch die Lagerzeit. Ich glaube, da kann ich einen nach dem anderen von trinken. Und die Lagerzeit und die Verarbeitung bei uns, wie angenehm der Alkohol ist. Man spürt den gar nicht. Obwohl mit den 42%. Ja. Der stärkste Gin heute in unserer Show und trotzdem einer der leichtesten. Marcel, du bist heute aber nicht nur unser Vierter, sondern gleichzeitig auch noch unser fünfter Gast. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Produkt. Und wir bleiben farbenfroh bei der Lakeside Valley Distillery. Unser nächster Gin, Hashtag Nummer 5, ist grün. Warum ist denn der grün? Das Grüne spielt auf die Zutaten an, die drin sind. Und wenn man ihn öffnet und dran riecht, kann man es auch gleich nachvollziehen, was drin ist. Ansonsten im Booklet. Wir machen jetzt mal kein Geheimnis draus. Ich zeige euch die Flasche. Da sehen wir die Blätter. Da stehen wir auch, was da geschrieben ist. Greenkeeper Cannabis Dry Gin. Cannabis? Ist das legal? Also ich meine, in Deutschland kommt es jetzt durch die Ampel, aber in der Schweiz? Also wie macht man das? Das war die Herausforderung bei der Entwicklung von dem Gin. Es gibt einige Produkte auf dem Markt und immer war das so, die Rückmeldung aus der Gastronomie, schmeckt nicht, ist sehr bitter, es riecht nicht gut. Es müsste doch was geben, wie so ein Hanffeld, dass ich im Hanffeld stehe und den Hanf rieche, das auch schmecken, in einer schönen Form. Und das war die Herausforderung dabei. Die nächste Herausforderung war, alle Lebensmittelvorschriften einzuhalten gegenüber dem Rauchprodukt, was in der Schweiz 1% THC behalten darf, in Deutschland 0,3, ist es auf Lebensmittel nicht 0,3 oder nicht 1%, sondern 0,00001%. Also 0,40 und dann ja, 1. Genau, oder 2, genau. Ist 0,00002% dürfte wow, drin sein. Das ist wenig, würde ich behaupten. Im Mikrobereich, genau, pro Kilo. Eigentlich ich messe. Molekularbereich, genau. Und das ist halt im Gegensatz, was da oft vermischt wird, das Rauchbedarf, Raucherware zum Lebensmittel. Und so war auch die Herausforderung von Anfang an mit dem Lebensmittellabor zu arbeiten, um zu schauen, dass wir ein Produkt entwickeln, wo wir alle Vorschriften, die zollmäßig im Ausland anfallen, beim Zoll, also nach Amerika, ins EU-Ausland ist, dass wir dort alle Vorschriften erfüllen. Und unsere Voraussetzung war, dass wir nicht die Minimum einhalten und nachweisbar sind, sondern dass wir die Stoffe, die für Drogen relevant sind, nicht nachweisbar haben bei uns drin. Also, der Greenkeeper Cannabis Gin ist weltweit legal. Ja. Und unsere Zuschauer hier zu Hause, speziell unsere Zuschauer in Bayern, müsst keine Angst haben, dass morgen das SEK bei euch steht, denn das Produkt ist legal und ich würde behaupten, äußerst schmackhaft, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben vorher schon von der Ammoniabeere mit den hohen Antioxidantien gesprochen. Hier haben wir als zweite sehr wichtige Zutat Botanical die Blaubeere drin. Du hast es vorhin erwähnt, das ist die Beere mit den zweithöchsten Antioxidantien. Mhm. Also Lakeside Valley tut was für die Gesundheit. Okay. Also Blaubeere ist halt auch bekannt als Blueberry Blunt. Das ist ein Joint. Also vom Hören natürlich nur. Joint mit Blaubeergeschmack. Snoop Dogg singt über das. Snoop Dogg und Dr. Dre haben da mal was von erzählt, drüber gesungen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ihr zu Hause auch?
denke schon. Und wenn es fürs Rauchen eine gute Geschmackskombination war, war die Idee, könnte das auch eine gute Kombination sein für einen Drink. Und das wird ganz ergänzt noch mit Wermut. Weil wenn man schon was Mysteriöses macht wie das Cannabis, warum nicht auch Wermut? Absinthium. Absinthium, genau. Und daher auch die Farbe vom Absinthium, vom Grünen. Die grüne Fee. Und hier sind 13 Botanicals mit in der Entwicklung beteiligt. Die Brennnessel war so ein Lieblingsteil während meiner Entwicklung, wo ich sagte, das wollte ich unbedingt reinbauen, weil es macht einen wunderschönen, kräuterigen, so auch in die Richtung Ricola, Geschmack. Aber die Alpenkräuter bringt das hervor, aber erst im Gaumen beim Trinken. Und bei der Entwicklung war hier halt die Herausforderung, dieser Gin benötigt 6 Monate der Produktion. Doppelt so lang wie der Aronia. Genau. Damit wir halt alles einhalten, damit wir den Geschmack so hinbekommen, ist eine Produktionszeit von 6 Monaten Hast du nötig. Mit der Entwicklung vom Aronia Gin und vom Cannabis Gin gleichzeitig angefangen? Haben beide 1,5 Jahre gedauert oder hast du da eine Differenz drin? Wie lange hat die Entwicklung vom Greenkeeper Gin gedauert? Etwa 2 Jahre. Genau. 2 Jahre, sogar noch länger. Noch länger, genau. Um THC und die ganzen druckrelevanten Stoffe rauszubringen. Genau, und die Verfahren dazu. Wie entwickeln wir? Weil wir haben eine Brennanlage, die vollständig ausgebaut ist. Also man kann kein Zusatzmodul mehr dazu kaufen, hat die Endausbaustufe. Wir nehmen Mazeration, wir legen ein, aber auf verschiedene Tage die Früchte. Wir brennen manche Sachen mit im Destillierprozess. Und dann gibt es nochmal einen Fruchtkorb, wo wir bestimmte Sachen reintun, die nur mit 80 Grad Temperatur durchströmt werden. Das und dann ganz andere. Kompletten eigenen Wissenschaft fast. Ja, genau, ganz andere Aromen mitnehmen, richtig. Und das mehr dauert. Ich drauf. Den jetzt probieren zu können mit dir. Und wenn ich jetzt gerade die Flasche in der Hand habe, fällt mir eine Kleinigkeit noch auf. Beim Aronia Gin haben wir 42%. Hier haben wir auf einmal 42,0%. Gibt es da eine Story zu? Da gibt es doch bestimmt eine Story dazu, warum das so ist, oder? Ja, im Hanfbereich gibt es den Internationalen Cannabistag. Das ist der 20. April. Und in amerikanischer Schreibweise schreibt man 420. Und in der Szene ist das eigentlich ein berühmter Hinweis, ein berühmter Code für Hanf, für Cannabis, für Marihuana. Und da wir am 20. April unsere ersten Flaschen verkaufen konnten, fertig waren, haben wir das so mit auf dieser Flasche verewigt. Sehr cool. Sogenanntes Easter Egg. Easter Egg. Kleine versteckte Hinweise und Stories. Ich habe jetzt die Flasche gerade schon aufgemacht und nur beim Aufmachen ist mir der Duft schon entgegengeströmt. Und jetzt bin ich extrem gespannt, das Produkt mit dir zu probieren. Danke dir. Cheers. Ja. Das Handfeld. Ja, Snoop Dogg steht hier, glaube ich. Komm raus. Das ist ein Dry Gin, richtig? Da ist kein Zucker zugefügt. Genau. Aber der hat jetzt eine relative Süße. Ich denke, die kommt von der Blaubeere. Die ist speziell verarbeitet. Die Blaubeere ist zum Beispiel, vielleicht ein kleiner Hinweis dazu, ist nicht ganz getrocknet, sondern eher verzuckert getrocknet. Und somit, da kommt die Süße dann her von der Blaubeere. Genau. Extrem spannend. Also genau andersrum als bei deinem ersten Produkt. Der Aronia Gin ist süß und fruchtig in der Nase und dann super trocken im Mund. Ich finde jetzt, der Greenkeeper Gin ist ja auch fruchtig in der Nase, aber eher trocken und kräuterlastig und kommt jetzt im Mund so total fruchtig und beerig und leicht süß. Super spannend. Aufgrund dieser vorhandenen Süße haben wir uns entschieden, den nicht mit dem Classic Tonic von Thomas Henry zu probieren, das wir bisher immer benutzt haben, sondern euch zu Hause ist bestimmt schon aufgefallen, dass in der Tasting Box ja noch eine zweite Flasche Tonic drin ist und dass wir die bisher noch gar nicht gebraucht haben. Überraschung? Dazu kommen wir jetzt. Und zwar haben wir hier mit dem silbernen Etikett das Thomas Henry Dry Tonic. Was heißt Dry Tonic? Es ist besonders trocken, es hat besonders wenig Zucker, es ist quasi ungesüßt und das kitzelt nochmal ganz andere Aromen aus den Gins hervor.
Deswegen würde ich euch auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, empfehlen, nochmal mit einem verschiedenen Tonic jeden Gin nochmal anders zu probieren und die Unterschiede zu erkennen. Zu diesem Gin, zum Greenkeeper Gin, empfehlen wir grundsätzlich als erste Wahl das Dry Tonic. Und dann probiert ihr doch nachher vielleicht mit dem Classic Tonic oder mit irgendwas anderem, was ihr noch da habt. Wir gehen jetzt auf Greenkeeper Dry Tonic. Farbe ist immer noch vorhanden. Man erkennt, was man im Glas hat quasi. Das ist auch eine Art Wiedererkennungswert, ne? Der Duft bleibt unglaublich. Der Duft bleibt. Und finde ich sehr interessant, wie die verschiedenen Tonics unterschiedliche Aromen auch Platz geben. Ja. Und Gin. Also der ist jetzt wirklich, ja, wie du es am Anfang gesagt hast, der berühmte Blueberry Blunt. Einfach zum Trinken. Im Glas. Genau. Mega spannend. Extrem erfrischend. Der Hanfgeschmack ist ganz, ganz klar dort. Es hat aber auch die Fruchtigkeit, die Beerigkeit von der Blaubeere. Ich behaupte, im Abgang merkt man so ein klein bisschen, ganz, ganz leicht die Brennnessel. Es gibt wie so ein samtes Gefühl auf den Rachen. Ich bin gespannt, was ihr zu Hause dazu sagt. Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare hier im Video, damit wir eine Diskussion starten können, damit wir sehen können, wie nehmen andere Leute das wahr? Habt ihr ähnliche Wahrnehmungen wie wir? Oder unterscheiden die sich komplett? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wow. Einfach nur wow. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Tolle ist auch, fand ich immer, dass das sehr lange im Gaumen steht. Also man hört auf zu trinken und bei wie vielen Getränken ist das Aroma weg? Ja. Nach wenigen Sekunden. Nee, der bleibt. Ich höre auf und ich kann reden und habe noch einen Geschmack, der sich im Gaumen entwickelt und in der Zunge und hier an den Seiten. Das ist ja unglaublich. Genau. Ich würde sagen, wir schließen jetzt mit dem Blueberry Blunt zum Trinken. Das war die erste Episode von der Tasting Show in 80 Tastings um die Welt. Marcel Ammann von der Lakeside Valley Distillery, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Als allerletztes möchte ich mich bei unserem heutigen Gastgeber noch bedanken. Ramon Bienz im House of Liquor Gisikon Luzern. An der Reuss 5, ein super cooler Spirituosenladen. Wir haben hier eine Auswahl von über 400 verschiedenen Spirituosen und die absolut kompetenteste Beratung vor Ort. Vielen Dank, dass wir hier drehen durften. Ramon, vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Ihr zu Hause, bleibt stabil, bleibt gesund und schaltet in Episode 2 wieder dazu. Sichert euch jetzt schon die Box, die kommt direkt zu euch nach Hause und wir sehen uns im Januar oder im neuen Jahr sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dazu einschaltet. Prost Marcel, Prost Ramon. Zum Vielen Dank. Frohe Weihnachten.